Unruhen im Iran. Khamenei wettet gegen Feinde des Landes. Stand 2.1.2018, 14.03 Uhr Seitenanfang. Mindestens als 20 Tote und hunderte Festnahmen. Die Unruhen im Iran werden immer gewalttätiger. Nach 5 Tagen äußerte sich jetzt erstmals Revolutionsführer Khamenei, verantwortlich für die Unruhen seien Feinde des Landes, die mit ihrem Geld und ihren Waffen schaden wollten. Tagelang hat er geschwiegen angesichts der Proteste in seinem Land. Jetzt äußerte sich Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei erstmals öffentlich dazu. Auf seiner Website ist zu lesen, dass die Feinde des Landes sich vereint hätten und all ihre Mittel, ihr Geld, ihre Waffen, Politik und Sicherheitsdienste nutzten, um dem Iran Probleme zu bereiten. Was die Verwirklichung ihrer Ziele jedoch verhindere, seien der Mut und die Opferbereitschaft des iranischen Volkes. Wen Khamenei als Feind ansieht, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Der geistliche Führer werde sich demnächst ausführlich zu den Protesten äußern, hieß es weiter. Gestern hatte der iranische Sicherheitsrat, SNSC, die Proteste als einen vom Ausland gesteuerten Stellvertreterkrieg bezeichnet. Tote und hunderte Festnahmen nach Protesten im Iran. Tagesschau 14 Uhr, 2.1.2018, Natalie Amiri, ARD Teheran. Download der Videodatei. Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein, H264, Mittel, H264, Groß, H264, HD, H264. Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und Ziel Speichern unter auswählen. Video einbetten. Nutzungsbedingungen. Embedding. Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes Einverstanden erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht exklusiv die Nutzung des Tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie, redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tagesschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR. Der Nutzer garantiert, dass das über Lars-Seni-Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird, sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen